Was uns der liebe Gott mit der Frau an sich und ihren Reizen beschert hat zur Oktoberfestzeit, ist es offenkundig, weil so gut verpackt. Christopher Griebel hat für uns einen Blick riskiert und er hat auch da seine ganz eigene Sicht der Dinge. Grüß Gott, schon Damen und Herren, von der Wiesen aus der Breirosel, da mir rechts von mir, glaube ich, muss ich Ihnen nicht vorstellen, es ist nicht die Breirosel, es ist Gloria Grey. Also beeindruckend, wirklich beeindruckend, nicht nur das Glöcklein. Also wir befinden uns nicht umsonst auf dem Balkon, wenn ich das so ausdrücken darf. Und ist es jetzt verpackt, ist das ein Wanderbra oder? Na, Wanderbra, weißt du, das nützt bei mir nichts mehr, Christoph. Das ist jetzt eine richtige Corsage, da haben zwei Kostümbildnerinnen und ein, wie sagt man, ein Schmied, ein Kunstschmied dran gearbeitet, sonst wird die Schwerkraft siegen hier. Also ich komme ja schon durchs Hischangen schwitzen. Okay, reden wir über was anderes. Sie hat ein Buch mitgebracht, die Frau ist nämlich auch bei Kochbüchern mitbeteiligt. Wiesenschmankerlbuch. Was ist das liebste Wiesenschmankerl bei dir? Oh, am liebsten deftig, gell? Aber wegen der Figur, da muss man heute mal aufpassen, gerade bei den engen Geschichten, aber Weißwurst, Schweinsbraten, also wer fällt ein? Ich nehme alles mit. Was Essen angeht natürlich Wir haben einen kleinen Film vorbereitet und zwar, meine Damen, konnte mir vorstellen, Sie wollen auch von uns ein bisschen Ideen bekommen, wie man so über die Wiese gehen kann. Den schauen wir uns mal kurz an, es geht um Dirndl drin und zwar auch um eine ganz neue Form von Dirndl, also bitteschön. Ob alt oder jung, aus Bayern oder Japan, ob reich oder berühmt, nur mit dem Dirndl kommt das große Wiesenglück. Ich bin 20 Jahre auf der Wiese gewesen, heute habe ich zum ersten Mal ein Dirndl. Falls euch, aber ich weiß nicht, ob das so aussehen muss. Richtig bayerisch Dirndl, wichtigstes, was drinnen ist. Die einen haben es, die anderen können nur neidisch schauen, trotz Neoprenhose, denn es zählen einfach nur. Diese unendlichen Wogen des Vergessens, diese endlichen Wogen des Überschwappens, diese endlichen Wogen des Zerevisialen. Aussetzer im männlichen Gehirn muss das Dirndl also erzeugen, aber ausschauen sollte es so. Waden lang, mindestens 6 Meter Stoff im Rock, damit er gut schwingt, das Mieder mit tiefem Ausschnitt und ganz eng. Das Dirndl muss sitzen wie ein Panzer. Es ist natürlich ein bisschen unangenehm zu tragen. Na, dann ist dieses hier die logische Weiterentwicklung. Ein Panzer aus Schaumgummi zusammengeschmolzen. Im Gegensatz zum herkömmlichen Dirndl abwaschbar. Und die Blicke zieht's auch ohne Holz vor der Hütten auf sich. Liebe Gloria, Plastik ist nicht so das Deinig, oder? Na, absolut. Okay. Also am liebsten ohne Plastik. Sie hat ja gerade so geschaut, als würde der Plastik nicht so behagt. Eine wichtige Frage, gibt es eigentlich für dich ein Leben nach dem Oktoberfest? Weil wenn du ausschaust, Brüsseler Spitze ja, und so. Ja, gewiss. Ich meine, ich bin gern in der Tracht, singe auch gerne mehr bayerisches Schnodderhüpfe zwischendurch. Aber es gibt Arbeit nach der Wiesn. Für mich ganz viel, denn es wird ab Februar endlich wieder ein Varieté in München Sendling geben. Ja, wir haben sogar wieder Zufall zu spielen, ein Programm dabei. Ja, in Bühne der im Wirtshaus zum Isertal. Warte, stell es mir so her. Das muss man auch gleich abfilmen können. Genau. Es gibt das Wirtshaus und dazu gibt es einen schönen großen Saal, den ich total umfunktionieren und umstylen werde in meine ureigene Traumfabrik. So auch der Titel meiner Show am Anfang Februar. Willkommen in der Traumfabrik mit über 15 internationalen Artisten. Richtig schön schräg und schrill wird. Heftiger als sonst. Hier ist der heftiger sogar zu sehen. Stimmt. Also das war in etwa so gefährlich hier mit dem Tiger wie gerade auf der Wiesn. Sag mal, kommst du eigentlich hier aus München oder wo wachsen Menschen wie du auf? Nein, ein echtes Münchner Kindl bin ich nicht, aber, und jetzt große Überraschung, man höre und staune, ich bin aus dem tiefsten bayerischen Wald, ein richtiges Landei, aus Zwiesel komme. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Aus Zwiesel? Ja, aus Zwiesel. Nicht. Da gibt es so einen schönen Spruch, der mittlerweile die Kinder schon in die Schule lernen, der da lautet, gut Glas, Gloria Grey und viel Holz,